Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, gesehen, keine Runde. Let's play. Hardline! Ja, ich weiß, es ist schon wieder ewig her. Und ja, wir zocken jetzt ja endlich eine Runde Hardline. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, das letzte Mal hat ja der Access gespielt. Na, wir drücken A. Ich weiß überhaupt nicht, also was vorgefallen ist. Wir werden wahrscheinlich so einen kleinen Flashback sehen. Der uns ungefähr zeigt, was wir gesehen haben oder was wir hätten sehen sollen. Ich hätte vielleicht auch mal das Video angucken müssen. Episoden. Wir sind bei Episode 4 von 10. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier in diesem Spiel. Wir können natürlich die Episode neu starten, das macht aber keinen Sinn. Eins steht fest, Detektiv Carl Stoddard hat Dreck am Stecken. Aber wer noch mit von der Partie ist und ihm Rückendeckung gibt, ist unklar. Okay, wer ist Detektiv Carl Stoddard? Der ist nämlich nicht hiermit aufgelistet. Weiterspielen. Wenn du in Deckung bist und nicht viel Platz hast, können die Gasgranaten nicht anhaben. Okay, wir haben auch eine Gasmaske. Ich hätte mir auch echt die letzte Folge mal selber angucken sollen. Okay. Schattenlichterkette. Lieferkette. Fallakten. Hier können wir es nochmal. Wähle den Fall und wähle Fazit abspielen, um es dir anzusehen. Registriert und Geld. Auf der Straße kursiert eine neue Droge namens Hotshot. Flüssiges Kokain. Ein Billekick. Um dieses Zeug geht es im Drogenkrieg von Miami. Eine Bande hat es, aber alle wollen es. Kann man das dann selber herstellen, Idioten? Eine Tabelle mit geplanten Hotshot-Vertriebswegen in Miami. Am unteren Rand befindet sich eine Handschrift von einer Notiz von Tyson Letchford. So detailverliebt wie er ist, kann er bald damit anfangen, Lizenzen zu verkaufen. Auf seinem Gebiet ist er definitiv der Fachmann. Okay. Erwartungswort von Detektiv Carl Stoddard, meinem ehemaligen Partner. Okay. Warum überwacht Tyson Letchford kleinen Drogendealer-Kumpel einen Korb? Schwer zu sagen, ob er hier überhaupt im Dienst ist. Das kenne ich noch irgendwoher. Der Verantwortliche dafür, dass die Straßen von Miami vor flüssigem Hotshot-Koks überquellen? Unser neuer Freund Tyson Letchford. Der Kick ist bei Hotshot cleaner. Deshalb ist es auch beliebter. Heißt es. Ich habe genügend Beweise, um Tyson vor Gericht zu bringen. Wenn er lang genug am Leben bleibt. Ist er nicht bei ihm? Der Verantwortliche dafür, dass die Straßen von Miami vor Okay. Gut, okay, ja, dann machen wir einfach weiter. Was bisher geschah? Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Waffe runter! Habt den Deal angenommen. Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Was? Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Gut. Okay, also Nels,
hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Geht klar. Okay. Das haben wir bestanden. Nice. Scheiße. Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht das nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn dran kriegen können. Gern. Hey, ich sehe mich draußen rum. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Bleib in Kontakt. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Müssen wir mich verarschen? Danke. Keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. Ach so, ich muss nicht mal gedrückt halten. Okay. Ja, nee, ist nicht verdächtig. Nein, ist in Ordnung. Okay. Hinten haben wir irgendwas. Oh mein Gott, da ist eine Tasche! Dam, dam, dam. Dass hier noch eine Leiche liegt, ist ja scheißegal. Die Tasche ist wichtig. Okay, ja, warum nicht? Will ich auch so machen als Cop. So, jetzt gehen wir weiter. Ich bin auch ein mal 3 so, was ich gar nicht mag. Wer am meisten der Welt spielt die Musik ab? Hallo? Hallo? Ich bin nur ein dummer Korb. Hier oben liegt auch noch eine Leiche. Was stimmt denn mit den Leuten hier nicht? Oh, hier ist ein Müllsack. Das könnte verdächtig sein. Was ist denn falsch mit euch? Hier sind überall noch Leichen. Vollidioten. So, ich laufe jetzt mal hier durch. Sehr schön. Erstmal verdächtig gemacht. Weiter. Die Schritte an sich super. Was haben wir hier überhaupt? Ja, nee, als normaler Polizist hat man sowas auf jeden Fall dabei. Natürlich. Wie kann ich denn nochmal? Was hat der alles dabei, dieser Bulle? Okay, weiter geht's. Ist die Tür vielleicht verdächtig? Nein, die Tür ist nicht verdächtig. Naja, man weiß ja nie. Gut. Nichts mehr zu ein. Wer arbeitet bei dieser Polizei hier? Wir brauchen Judy Hobbs und Nick Wild, Alter. Da wäre die Scheiße schon längst geklärt. So. Alter, wie läuft der denn? Und wer macht diese Scheißgeräusche? Macht mir voll Angst. Elisabeth, Beweismaterial gefunden. Ich bin begeistert. Entfernung, irgendwas. Ah, Entschuldigung, ich wollte sie nicht beim Schlafen stören. Ich gehe wieder raus.
Gute Nacht noch soweit. Hat er sich ja verdient, der Junge. Hat gearbeitet für das Geld. Was er jetzt ganz dringend braucht. Sieht das nicht aus wie ein komisches Männchen? What the fuck? Was ist das? Ich könnte es hier hinter analysieren. Ach du. Warum ist das wichtig? Warum ist das ein wichtiges Objekt? Wie kommt dieses Scan-Ding jetzt darauf, dass das ein wichtiges Objekt ist? Scheiß auf die Drecksleichen hier, über die steigen wir einfach hier, komm. T-Bag noch eine Runde. Jawoll. Aber so ein scheiß Hampelmann-Typen. Ja, nee, ist klar. Du mich auch. Bin ich vollkommen deiner Meinung. Irgendwas sagt mir, dass wir hier nicht rein müssen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Was? Umgehängt, vor kurzem. Was? Der Bälder oder was? Ja, hier ist auch nur ein Laptop. Das nehmen wir mal nicht mit. Da könnten ja auch keine wichtigen Informationen sein. Sowas auf jeden Fall. Oh, was haben wir hier? Muss ich erst scannen? Anstatt das gleich mitzunehmen, ne? Die Visitenkarte. Was haben wir jetzt hier alles als Beweismittel? Sporttasche voller Geld. Guck mal, ist das nicht Dingens? Jo, das ist er. Hier, wer ist er nochmal? Der komische Typ. Okay, was ist das hier? Ihn aufhören zu machen, aber nichts an Fest. So, seine Verbindung zum Drogen. Nels war eigenartigerweise Tamos Synchronstimme. Nels ist als Anime-Sprecher. Als Anime-Sprecher? Was ist das für ein Anime? Ihr Vollidioten habt ja auch keine Ahnung. Anime-Sprecher, damit hätte ich nicht gerechnet, aber wer weiß schon, wie Anime-Sprecher aussehen. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Danke. Danke, 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 danke. Achso, Entschuldigung. Was für ein Code? 5798. Ich vermute mal, was ist? Gib doch nicht den gleichen Code nochmal ein. Er gibt den gleichen Code nochmal ein. Okay, von mir aus. Können wir machen. Okay, wir brauchen einen Code. 13 wäre schon mal hier eine Idee. Aber ich darf mir sowas selber nicht eingeben. Risiko, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich nehme mal einen Scanner in der Hand. Den Code kann ich doch knacken. Ja, keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich den Code suchen. Ich habe keine Ahnung.